Ich werde euch in ungefähr 20 Minuten einen Vortrag halten zum Thema Wie Freifunken in der Asylindustrie. Der Untertitel heißt Notizen aus der Partizipationsforschung. Das ist auch, woraus der Talk zum größten Teil bestehen wird. Nämlich in erster Linie möchte ich euch meine eigene Forschung und die Forschung von anderen Leuten vorstellen und zugänglich machen, die sich mit dem Thema Fluchtmigration, Technologie, Freiheit und Partizipation beschäftigt haben. Und gleichzeitig euch irgendwie ein bisschen das Vokabular und die Theorie nahebringen, weil ich immer nicht genau weiß, wie fern oder wie viel aus der Uni eigentlich ankommt aus diesen Feldern. Und zu guter Letzt begreife ich mich noch als Warm-up, weil wir haben nämlich gleich um 14 Uhr zusammen mit Peggy und Monique einen Workshop zum Thema Freifunk hilft. Und ich sehe mich jetzt ein bisschen als so zwischen Animateur und Inputgeber für diesen Vortrag. Ja, ich heiße Tim Schütz, ich bin aktuell im Master Science and Technology Studies in Frankfurt. Das ist ein neuer interdisziplinärer Master, der Soziologie, Humangeografie und Kulturanthropologie verbindet. Und so eine Richtung habe ich vorher auch studiert. Ich habe in Bremen Kommunikationswissenschaften und Kulturwissenschaften studiert, unter anderem auch in der Türkei. Und ohne den Aufenthalt wäre ich wahrscheinlich nicht hier, weil ich damals auf den Hackerspace Istanbul aufmerksam geworden bin, und habe zusammen mit meiner Kollegin Constanze Scheidt einen kleinen Dokumentarfilm gedreht. Ja, und ich habe tatsächlich gestern auch Leute aus dem Hackerspace getroffen, den gibt es leider nicht mehr. Also es ist jetzt ein kleines Stück Zeitgeschichte irgendwie, was wir da geschrieben haben mit diesem Film. Genau. Wenn alles klappt, dann gehe ich nächstes Jahr für 2 Semester nach Kalifornien an die UCI. Genau, ansonsten bin ich aber in Frankfurt. Und was habe ich eigentlich gemacht im Bachelor? Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, wie kommt eigentlich das freie Internet in die Unterkünfte? Wie kommt Freifunk in Bremen und natürlich auch in vielen anderen deutschen Städten und Dörfern in die Unterkunft? Die Arbeit ist veröffentlicht worden zum Teil mit Hilfe von meinem Betreuer Sebastian Kubitschko, der selber zum CCC promoviert hat. Also der hat sich viel damit beschäftigt und ja, hat mir da auch irgendwie gut zur Seite gestanden. Das ist in einem Journal rausgekommen in Lüneburg, ist Open Access, kann man sich angucken, aber eben auch auf Englisch. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich den Talk heute mal auf Deutsch und vor allen Dingen auch irgendwie nah an der Community halten kann. Genau, und da ging es aber vor allen Dingen um die Frage, wie kommt Freifunk oder wie kommen Freifunkzugänge praktisch in die Unterkünfte? Welche Schritte sind notwendig? Heute möchte ich aber ein bisschen quasi eine Reflexion einleiten. So, was ist denn jetzt eigentlich Freifunk in der Asylindustrie, da komme ich gleich noch zu, nach 2 Jahren. Also das ist jetzt 2017 rausgekommen, die Forschung habe ich 2015 gemacht, habe Interviews mit Freifunkern, Freifunkerinnen gemacht, die teilweise auch hier sind, aber auch mit Leitern von Unterkünften, mit Sozialarbeitern und mit Lokalpolitikern. Genau, und deswegen, was ich euch vorstelle, ist so, ja, es ist immer irgendwie ein Work in Progress, aber im Moment besonders. Es spielt auf 2 Projekte an. Das erste ist, dass ich zusammen mit Monique, die ja viele von euch vielleicht kennen werden, einen Artikel eingereicht habe für ein Buch, das sich nämlich mit Ausbeutungsformen in der Asylindustrie beschäftigt, aber mit ganz, ganz vielen Beiträgen und jetzt nicht auf Technologie fokussiert, zwangsläufig. Und das ist von 2 amerikanischen Anthropologinnen, von 2 Professoren. Und davon werde ich euch auch Teile vorstellen, aber ich bin vor allen Dingen auch gespannt, welches Feedback so kommt. Und auch nachher in dem Workshop, das werde ich versuchen oder werden wir versuchen, diesen Artikel einfließen zu lassen. Das andere ist, ich werde im Februar in München an der LMU auch bei einem Workshop zum Thema Willkommenskultur versuchen, irgendwie diese Technologie und ja, Mesh-Netzwerk-Perspektive irgendwie reinzubringen. Genau. Was ist jetzt die Asylindustrie? Ich werde den Begriff nicht total weit ausbauen, weil der auch noch relativ, ja, unbespielt ist. Ich habe das mal aus dem Call for Papers genommen, wo wir den Artikel eingereicht haben. Da hieß es, wir gucken uns die Akteure an, also es ist jetzt hier in lila, wir gucken uns die Akteure und Institutionen an, die sich quasi um den Asylprozess herum formieren, obwohl ja eigentlich Asylanträge eine Sache des Staates sein sollen, merkt man, okay, es gibt so eine ganze Reihe von Akteuren, die sich darum herum formieren und die damit auch viel Geld machen können. Und deswegen, das steht dann da unten, es geht dann, wie sieht das jetzt im neoliberalen Kapitalismus aus?
zum Thema Migrationsindustrie gibt es tolle Bücher, wie zum Beispiel die Ethnographie von Ruben Anderson, der sich viel mit dem Grenzregime beschäftigt hat. Aber ja, vor allen Dingen mit der Überfahrt, vor allen Dingen im Mittelmeer. Und hat halt in Italien, in Libyen und so weiter geforscht. Aber es gibt wenig Arbeiten, die tatsächlich jetzt in Deutschland oder in den Unterkünften durchgeführt wurden. Es ist ja auch noch relativ, ja, also dass so viele Unterkünfte aufgemacht haben, ist jetzt auch ein kürzliches Phänomen. So, und in diesem Artikel, ich werde da nicht ganz stark drauf eingehen, aber das ist so die grobe Struktur, die Monique und ich da angerissen haben. Die Frage war, okay, wie interveniert oder wie positioniert sich denn Freifunk zu kommerziellen Akteuren in der Asylindustrie? Und wir haben da drei ausgemacht. Das erste ist einmal die Frage nach, was haben eigentlich Internetprovider, große ISPs gemacht, die ja unter anderem auch humanitäre Kampagnen gefahren haben, gesagt haben, wir bieten jetzt auch freies Internet an den Unterkünften. Teilweise aber nicht effizient genug oder irgendwie, viele haben gesagt, das ist irgendwie Augenwischerei, das ist PR. Da geht es um die Frage, was machen eigentlich Mobilfunkanbieter, Leica Mobile, Yourphone, die haben alle so Kampagnen gemacht oder sind auch schon etabliert in diesen migrantischen Nischenmärkten, so haben wir das dann genannt. Und das letzte ist natürlich die Frage, wie positioniert sich Freifunk und auch Freifunk hilft. In Beziehung zu anderen NGOs, die auch von Refugees geleitet werden oder eben auch, die es vorher schon gab oder die sich neu gegründet haben und die, so nett das Monika Krause, eben auch gute Projekte machen müssen und auch sich finanzieren müssen und auch um ähnliche Töpfe sozusagen kämpfen. Ja? So, und jetzt, das ist sozusagen so die eine Hälfte der Forschung, das ist irgendwie ein noch unbespieltes Feld. Und jetzt gibt es eine andere Forschung, die befasst sich auf der einen Seite mit Hacking, also Hackerkultur, humanitäres Hacking, habe ich lange drüber nachgedacht, ob das irgendwie ein neuer Begriff ist. Es gibt auch den Begriff der Partizipation, also der Teilhabe. Und der Christopher Kelty, auf den ich mich gleich beziehen werde, ein Professor an der UCLA, der hat immer gesagt, Hacking, das ist so, wenn man eine Stadtführung macht, das ist so das spektakuläre, weiß ich nicht, eine Sehenswürdigkeit irgendwie in der Stadt, wo alle Touristen hingehen. Und Partizipation ist so das Denkmal, an dem wir jeden Tag vorbeigehen, ohne eigentlich zu merken, was das ist. Vor allen Dingen, weil es auch viele Gesichter und viele Namen irgendwie hat und viele Bedeutungen. Christopher Kelty selber, der bezieht sich auf eine Definition zum Beispiel vom Oxford Dictionary. Und die sagen dann auf Englisch, Participation is the process of fact of sharing in an action or an event. Also man teilt irgendwie in einem Event oder in einer Aktion. Und vor allen Dingen beeinflusst das Resultat dieser Teilhabe den ganzen Prozess. Und genau, da haben wir jetzt den guten Christopher Kelty einmal. Deswegen sagte er, okay, Partizipation kann man auch als Feedback-Loop verstehen. Also man partizipiert in etwas und verändert es aber auch gleichzeitig oder trägt eben dazu bei. Er sagt aber auch, es ist immer eine Frage von Macht, wer wie partizipiert. Weil nämlich jetzt zum Beispiel auch, also da fallen euch vielleicht selber auch Beispiele ein, bei mir fällt mir ein, partizipative Forschung wird häufig gemacht, partizipative Entwicklung, partizipative Demokratie. Und deswegen sagt er, das ist jetzt nicht mehr nur so eine Bottom-up-Geschichte, die irgendwie von unten kommt, von der Community, sondern nee, Partizipation ist häufig interessant für zwei Seiten und ist auch deshalb wertvoll, ja, weil es irgendwie gewünscht wird immer mehr. Aber er sagt auch, Partizipation ist pluralistisch. Es gibt viele, viele Sachen. Und nur weil Dinge auch als Partizipation beschrieben werden, muss es nicht genau das Gleiche sein. Und deswegen stellt er uns quasi die Frage oder gibt uns so an die Hand zu sagen, welche Arten von Partizipation ermöglichen also Unternehmen, Staaten und Kollektive? Welche unterschiedlichen Arten werden da möglich? Und im zweiten Schritt, wie beeinflussen die sich gegenseitig? Also zu sagen, wenn ich in Twitter partizipiere, ist das was anderes, als wenn ich irgendwie in der Bundesregierung partizipiere oder in einem politischen Prozess. Aber die Sachen können sich gegenseitig beeinflussen. Und zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt irgendwie in Facebook partizipiere mit Likes und nicht mehr mit Votings, dann kann das natürlich auch vielleicht Wahlen beeinflussen oder die Art, wie wir eben in Wahlen partizipieren. Das ist so die Grundidee. Genau. So, und was haben die gemacht? Also die haben an der UCLA ein richtig tolles Forschungsprojekt oder ein ganzes Partizipationslabor gehabt. Und davon ist Christopher Kelty jetzt auch nur einer von vielen. Und unter anderem haben die ein Projekt gemacht, das nannte sich Birds of the Internet. Und das wollte ich euch unbedingt mitbringen, weil ich weiß nicht, wie viele das überhaupt jemals so gesehen haben.
Das ist jetzt ein Screenshot von der Seite. Und was haben die da gemacht? Die haben sich 102 Fälle, und das ist jetzt mal breit definiert, angeguckt, die irgendwie stellvertretend sind oder die häufig als partizipativ bezeichnet werden. Und da ist jetzt natürlich nur ein kleiner Ausschnitt, aber ihr seht, da ist 23andMe, diese Seite, wo man seine DNA analysieren kann, 4chan, Al Jazeera und Amazon. Und haben gesagt, das ist alles partizipativ. Irgendwie nimmt man daran teil oder da wird Teilhabe irgendwie angeboten. Und wir wollen jetzt aber Vergleichsdimensionen schaffen und haben dann da oben diese sieben Register aufgemacht. Und ich gehe mir mal kurz durch, weil ich finde, es ist schon spannend. Können wir nachher auch nochmal zurückgehen, weil das relativ reichhaltig ist. Die erste Dimension ist die Frage, lernt man was? Education, also nimmt man teil und nimmt irgendwie was mit, grob gesagt. Die zweite Frage ist, kann man selber Ziele mitbestimmen oder führt man eigentlich eher nur Aufgaben aus? Also kann man auch sagen, ich möchte jetzt irgendwie das und das Ziel verfolgen. Die Frage ist, sind die Ressourcen geteilt? Und Ressource kann jetzt vieles sein. Ne? Also das kommt immer auf das Projekt an. Weiß ich jetzt nicht genau, was bei 4chan die Ressource ist, aber das kann man dann natürlich nachgucken, aber es ist so die Herangehensweise. Das kann auch Zeit, das kann irgendwie aber auch wahrscheinlich eine Software sein oder ein Produkt oder so. Exit ist die Frage, kann man rausgehen, ohne was zu verlieren? Also wenn ich mich quasi bei Facebook abmelde, dann verliere ich alle meine Daten und dann verliere ich alle meine Freunde. Wenn ich aber aufhöre, bei Wikipedia mitzumachen, dann ist so ein bisschen die Frage, was verliert man da dann? Verliert man vielleicht weniger oder verliert man was anderes? Und Voice ist die Frage, kann ich Feedback geben? Werde ich gehört? Kann ich mich irgendwie in den Prozess einbringen und Veränderungen hervorrufen, so ganz grob? Und die letzten beiden Metrics heißt einfach, wird Partizipation gemessen? Kann ich sehen, wie gut oder wie viel ich partizipiere? Und die letzte Frage, entsteht ein Sinn für Gemeinschaft? Entsteht ein Community-Gefühl? Ja, und das Spannende ist, man kann jetzt diese ganzen Fälle auch nach Ähnlichkeit sortieren. Da unten steht Similarity Sort und dann kann man quasi gucken, was ist ähnlich wie meinetwegen Facebook und was ist dem total unähnlich. Und wenn man das macht, dann kommt bei also Facebook dann ganz oben, ist dann in der Nähe von vielen anderen sozialen Social Media Plattformen und ich glaube Linux ist dann am anderen Ende. Das Spannende ist, für Freifunk hat das keiner gemacht, beziehungsweise das ist jetzt auch nur von 5, 6 Leuten irgendwie entwickelt und durchgeführt worden. Ich habe aber nichts gefunden, was jetzt direkt Freifunk oder Mesh-Netzwerke sind, aber ich finde es ein spannendes Vokabular, um Partizipation so ein bisschen feiner nachzudenken. Das Zweite, und da gehe ich ein bisschen schneller durch vielleicht, weil es sieht so ein bisschen kompliziert aus, ich versuche es kurz zu erklären, die haben sich nämlich überlegt, das war auch eine Geschichte, die mich am Anfang, als ich komplett neu irgendwie auch in diesen Strukturen war, wie sieht das denn eigentlich mit Hierarchie aus, mit Öffentlichkeiten, was ist irgendwie formalisiert und was nicht? Und die haben dann gesagt, okay, man kann diese ganzen Projekte, und das haben die auch gemacht, ist auch in dieser Tabelle drin, nochmal unterscheiden in FSEs, also formale soziale Unternehmen, man könnte auch sagen Vereine oder Institutionen, und organisierte Öffentlichkeiten. Ja, bei Freifunk würde ich jetzt sagen, so eine lokale Community, da ist ja auch immer die Frage gewesen, gründet man einen Verein oder nicht, welche Vorteile hat das, welche Nachteile. Wenn man sich jetzt aber in einem Hackspace trifft, dann ist man erstmal einfach nur so eine organisierte Öffentlichkeit. Oder ein IRC-Channel eben hat oder eine Mailingliste, das ist alles Teil von der Öffentlichkeit, die natürlich auch Grenzen hat. Und es gibt aber auch immer wieder irgendwie Institutionen, so größere Dachverbände, die das Ganze mitgestalten. Und ihr seht jetzt, hier haben die dann viele verschiedene Projekte auch mit reingenommen und gezeigt, die Öffentlichkeiten überlappen sich teilweise. Ja? Also die haben zwar noch so eine General Public irgendwie da drumherum, aber im Grunde genommen muss man jedes Projekt mit seiner eigenen Öffentlichkeit auch irgendwie in Betracht ziehen. So, und dann sind die quasi reingezoomt und haben nochmal geguckt, okay, was macht denn jetzt so ein formales Formal Social Enterprise? Und dann sieht man auf der einen Seite, dass die vor allen Dingen auch im Goal-Setting irgendwie mit beteiligt sind. Also die gucken sich dann an, wie sehen denn Aufgaben aus, die das Projekt ausmachen. Wie wird das gemessen? Das ist so in dem Goals. Und dann hier unten kann man sehen, okay, auch die Tasks können irgendwie anders verteilt sein. Die können irgendwie teuer sein, die können ein bisschen günstiger sein. Ich weiß nicht genau, was sie mit Modularity und Granularity meinen. Das ist... Weiß ich nicht genau, aber mit den Ressourcen ist es zum Beispiel auch so, mit Tethered Resources meinen die Ressourcen, die auch, die immer auch an dieses FSE gekoppelt sind, ja, also auf die man nicht einfach zugreifen kann.
Also ich denke mal, irgendwie einfach jetzt bei Freifunk mitmachen, Router aufstellen, das ist eher eine generative Ressource, da muss man niemanden fragen. Aber ob man vielleicht eine Domain beantragt oder so, da muss man sich häufig an die FSEs wenden, so mal grob vereinfacht. So, und das Letzte, und das ist jetzt eigentlich nur mal, um irgendwie zu zeigen, es gibt Leute, die haben sich damit beschäftigt und haben irgendwie auch tolle Schaubilder gemacht, die man sich irgendwie angucken kann. Hier geht es jetzt eher um die organisierte Öffentlichkeit und das FSE in Bezug auf, wer beeinflusst das eigentlich noch von außerhalb? Da haben die auf einmal so Eliten, also Leute, die irgendwie viel zu sagen haben in diesen FSEs. Dann nennen die das Owners, Founders, also Leute, die das gegründet haben, Leute, die das mit Geld unterstützen und so weiter. Aber auch Klienten auf der rechten Seite. Und die werden dann hier eher als Teil der organisierten Öffentlichkeit gesehen und beeinflussen vor allen Dingen, welche Tasks ausgeführt würden. Also da könnte man sich jetzt fragen, okay, wo verordnet man da jetzt eine Unterkunft für Geflüchtete, die anruft oder die sich per Mailingliste irgendwie einschaltet und sagt, wir hätten jetzt hier gerne Access. Gut, ich würde es erstmal so stehen lassen. Wir können gerne nochmal darauf zurückkommen in der Diskussion. Das Wichtigste, finde ich, was man davon mitnehmen kann, ist, dass sich diese Organisationsformen, die vielleicht eher ein bisschen dezentral und ein bisschen hierarchischer aussehen, überhaupt nicht ausschließen, sondern sich irgendwie gegenseitig auch bedingen und auch vorhanden sind. Ja? Genau. Jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit. Die Arbeiten von dem Research Lab sind schon ein bisschen älter. Das kam alles so 2013, 2014 raus. Es gab es aber von Christopher Kelty nochmal 2017 einen wirklich tollen Artikel, weil der schreibt nämlich gerade ein Buch zur Geschichte der Partizipation und guckt sich dann irgendwie auch so Toolkits aus den 90ern an, wo die in Entwicklungsländern partizipative Entwicklung gemacht haben, bis hin zu One Laptop per Child. Und dieser Artikel heißt, there's too much democracy in all the wrong places. Ganz toller Artikel, kann ich jetzt natürlich nicht voll drauf eingehen, aber ich habe eine Kernthese damit rausgenommen, wo er nämlich sagt, Partizipation hat eine bestimmte Grammatik oder eine bestimmte Stimmung, nämlich dass sie immer zwischen sozusagen so einem so einer normativen, so einer positiven Note und der totalen Vereinnahmung hin und her schwingt. Also auf der einen Seite so, ja, wir brauchen Partizipation, das ist die Antwort, wir müssen mehr Leute beteiligen. Und auf der anderen Seite das Gefühl so, ah, wir werden irgendwie total vereinnahmt. Wir führen nur noch Tasks aus oder wir können nicht mehr mitbestimmen. Und das Interessante ist, auch da ist es wieder ein Loop. Er sagt, was ist die Antwort, wenn man vereinnahmt wird? Aber wir brauchen noch mehr Partizipation. Und das ist quasi noch eine Sache, die ich euch mitgeben würde oder die er uns damit an die Hand gibt. Partizipation kann man auf der einen Seite halt eher durch diese sieben Dimensionen so ein bisschen feiner und ein bisschen unterschiedlich von Projekt zu Projekt sehen, aber auch ein bisschen weniger normativ und ein bisschen weniger, muss man gucken, ob es die Versprechung hält oder diese positive Konnotation überhaupt halten kann. Deswegen mache ich das so gerne. Ja, und die Smileys konnte ich mir natürlich nicht verkneifen. So, und das ist jetzt die letzte Folie mit viel Text. Was er dann aber auch noch sagt, es gibt so einen größeren Shift in der Partizipation. Also es gibt diese Grammatik der Partizipation, die ist irgendwie ziemlich konstant, auch über Projekte hinweg. Aber man sieht, okay, es gibt so einen Shift von großen Infrastrukturen und so groß angelegten Interventionen, auch im humanitären Bereich, immer mehr hin zu kleineren Toolkits, zu Frameworks, die nennen das auch dann Little Development Devices, Humanitarian Goods. Und was dafür charakteristisch ist, ist, dass auf der einen Seite weniger ein Fokus auf Gruppen ist, sondern auf individuelle Partizipation, also auch im Team. Also wenn Teampartizipation gefragt ist oder gefördert wird, dann ist das eigentlich auch individuelle Partizipation. Also die Partizipation der oder des Einzelnen. Und gleichzeitig ist aber die Frage, wie wird es umgesetzt, wie wird Partizipation institutionalisiert? Und da lässt er anklingen, das wird ein bisschen fragiler. Das wird dynamischer, weil die Tools, mit denen wir das machen, halt auch irgendwie offener werden vielleicht oder offener sein können. Aber das ist die Frage, wie viel Raum für Kritik da eigentlich ist. Aber es gibt natürlich einen Unterschied zu irgendwie so einem Lederkoffer, den man damals mitgenommen hat in den 90ern irgendwie nach Subsahara-Afrika und dem One Laptop per Child oder Freifunk. Aber für mich stellt sich die Frage, inwieweit ist ein Freifunk-Router nicht auch ein kleines Development-Device oder ein humanitäres Gut? Wo wir nochmal kurz bei Freifunk hilft und jetzt ankommen, dann lande ich jetzt auch gleich, damit wir noch ein bisschen diskutieren können.
weil ich und ich zusammen mit Monique mich dann gefragt habe, okay, wie sieht denn vielleicht Partizipation hier aus? Wie lässt sich das langfristiger umsetzen? Weil ich auch schon damals in meiner Feldforschung immer wieder die Kritik bekommen habe, so ja, die Leute in den Unterkünften, die rufen uns permanent an und wollen, dass wir jetzt so Tech-Support spielen. Also wir müssen jetzt immer Tasks ausführen, aber es gibt eigentlich gar nicht diese Bildungsdimension, diese Hilfe zur Selbsthilfe. Und es ist auch die Frage, inwieweit dann man halt ja noch überhaupt an Goal-Setting sozusagen beteiligt ist. Das ist so eine Idee, die mir noch so im Kopf rumspukt. Das andere ist aber auch, wer macht das denn eigentlich noch? Und jetzt komme ich nochmal kurz zurück zur Asylindustrie. Ich kann doch nicht verdammt viel dazu sagen, wenn jemand darüber mehr weiß, er oder sie, dann freue ich mich auf eine Diskussion. Ich bin letztens erst darauf gestoßen, es gibt diese Initiative Techfugees, die auch irgendwie als NGO, glaube ich, durchgeht. Die haben den Titel Empowering the Displaced with Technology. Ja, und wenn man sich anguckt, wer finanziert das in den lokalen Partnern, vielleicht gehen wir nochmal kurz hier auf die Übersicht, das macht mehr Sinn, die sind auch dezentral organisiert. Also ich lese mal kurz vor, was da steht. Die sagen, Techfugees works like an international network made of tech engineers, designers, social entrepreneurs and NGOs, all dedicated to working together and sharing learnings to come up with tech solutions to help refugees from their first journey to their arrival and societal integration. Also ein ziemlich weites Spektrum. Kann ich jetzt auch nicht komplett darauf eingehen, was die alles machen, das ist ziemlich divers. Von Infrastruktur bis Gesundheit bis Anerkennung von Dokumenten, das sind so die groben Themen, wo diese Projekte angesiedelt sind. Aber ich fand es halt interessant zu gucken, ja, wer sind denn da die Partner? Da merkt man, das ist natürlich was anderes als Freifunk hilft. Ne? Also, obwohl es natürlich von den Plattformen her vielleicht auch einen ähnlichen Gewand daherkommt oder sich zumindest so in einem ähnlichen Feld irgendwie bewegt. Ja? Also ich finde, das kann man nicht voneinander trennen, dass es sowas auch gibt. Genau, und das ist, glaube ich, gerade auch so der Punkt, wo ich jetzt angekommen bin, da mich mit mal weiter zu beschäftigen. Gut, zuletzt, und dann bin ich jetzt auch gleich fertig, das ist nämlich auch noch ganz frisch, gab es in dem Journal, wo mein alter Betreuer und ich diesen Artikel veröffentlicht haben, eine Antwort von der Laura Forlano, die ist Professorin für Anthropologie und Design in Illinois. Und die hat einen kleinen Artikel dann geschrieben, also so einen kurzen Kommentar über Infrastrukturierung als kritische, feministische, technowissenschaftliche Praxis. Also natürlich hochakademisch aufgeladen, müsst ihr euch jetzt auch nicht unbedingt durchlesen, also könnt ihr euch zu Hause vielleicht mal angucken. Die übt jetzt nicht Kritik an unserem Artikel, geht auch jetzt nicht so stark auf unser Material ein, aber sie fragt natürlich, okay, und das war auch ein Wunsch von Monique, das hier mit reinzunehmen, finde ich auch gut, anzugucken, was sind denn irgendwie noch so Guidelines für unsere Art Partizipation oder auch Freiheit zu institutionalisieren oder zu ermöglichen. Na, das sind jetzt diese 10 Prinzipien, wo ich gedacht habe, ich habe die selber noch nicht jetzt komplett durchgearbeitet für den Talk. Ich nehme sie aber mit rein, dass wir uns die vielleicht auch später in dem Workshop nochmal angucken können. Genau, aber es geht halt eben um Prinzipien, nach denen man arbeitet. Man muss sich irgendwie entscheiden, von wem man sich distanziert. Wer arbeitet gegen die eigenen Prinzipien? Man soll Repräsentationen überdenken. Also wen repräsentiert man? Also auch jetzt mal meine eigene Repräsentation. Ich habe jetzt ja, habe auch damals in meiner Forschung nur informell Interviews mit Geflüchteten selber gemacht. Weil damals war ich noch der Meinung, ich konzentriere mich vor allen Dingen auf die Leute, die die Infrastrukturierung durchführen. Also das Management, natürlich die Freifunkaktivisten oder Freifunkteilnehmer, Teilnehmerinnen. Wo ich dann später gemerkt habe, nee, Infrastrukturierung heißt auch, wenn viele Bewohner von den Unterkünften irgendwie die Kabel umstecken, um das Internet schneller zu machen oder eben halt auch kleine Interventionen machen. Die fallen jetzt hier bei mir ein bisschen raus. Das ist auch noch ein Forschungsfeld, das muss ich ganz klar anerkennen. Vierter Punkt, man soll auch die negativen Einflüsse oder Ergebnisse, die man irgendwie produziert, beachten. Arbeit unterstützen, die schon passiert. Und so weiter. Ich mache mal jetzt gleich einen Punkt, weil das sind nicht ihre eigenen Punkte, das muss ich noch dazu sagen, sondern sie nimmt das als Idee, mit der man weiter arbeiten kann, von diesem Design Justice Network. Genau.
Ich habe hier nochmal alle Quellen. Ich habe eine Menge Literatur. Wenn ihr euch für Migration, Fluchtmigration, freie Software oder so aus einer kulturwissenschaftlich soziologischen Perspektive interessiert, sprecht mich gerne an. Und ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich über E-Mails oder Kontakt. Und vor allen Dingen auch gleich auf den Workshop. Also um 14 Uhr geht es, glaube ich, weiter, wenn ich mich nicht irre. Und da bin ich ganz gespannt, was ich daraus auch noch mitnehmen kann. Ja, vielen Dank. Ja, also die Session war angesetzt für 30 Minuten. Wir haben jetzt noch 5. Also ich freue mich über Fragen oder Kommentare. Du sprachst jetzt ja über Partizipation und ich nehme an, du meinst damit nicht, dass die Geflüchteten am Internet partizipieren können, also dass sie Dienste nutzen können, oder? Sondern du meinst, dass die an der Vernetzung oder an der Infrastruktur oder an dem Prozess teilnehmen, richtig? Genau. Also unter anderem, das kann eine Dimension von Partizipation sein, die man, finde ich, auch im Hinblick auf Freifunk vielleicht nochmal anders ausbuchstabieren könnte. Ich bin eher so rangegangen, jetzt ein bisschen grob zu sagen, irgendwie ist Freifunk partizipativ oder schreibt sich das auf die Fahne, auch wie diese anderen Projekte partizipativ zu sein. Und das ist dann ein bisschen aus dieser diesen zwei Richtungen zu denken in Bezug auf Unterkünfte. Die sagen auch, oh ja, wir fördern das jetzt, wir finden das jetzt gut. Und das ist ja auch bei vielen anderen Initiativen auch so. Die sagen, wir finden das toll, wenn irgendwie Deutschunterricht angeboten wird. Ne, und wir brauchen diese Teilhabe von anderen. Ist natürlich interessant, das durch diese 7 Dimensionen mal sich anzugucken. Ja, auch das ist jetzt, ja? Noch ein bisschen was anschließen. Und ja. Zwar, wir haben das bei uns versucht, die Flüchtlinge in die Infrastruktur zu partizipieren, indem wir Workshops angeboten haben. Aber es hat sich gezeigt, dass also bis auf sehr, sehr wenige Ausnahmen die Leute uns als Diensteanbieter sehen. Und das ist eigentlich sehr schade, weil so waren wir nicht angetreten ursprünglich mal. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Also ich weiß nicht, so eine Theorie, die jetzt aber nicht wirklich bestätigt oder diskutiert wurde bei uns, ist, dass der Bildungsstand tatsächlich in den Flüchtlingsunterkünften nicht auf akademischen Durchschnitt ist, sozusagen, wie wir den als Außerstehenden dann haben und da rankommen. Ja. Hältst du das für haltbar oder hast du da noch irgendwelche anderen Ideen? Das ist eine gute Frage. Ich denke, es gibt viele Theorien und es geht, glaube ich, nicht darum, jetzt die eine Theorie zu finden, warum jetzt Leute nicht mitmachen oder so. Ist natürlich immer die Frage, worüber diskutiert man gerade und worüber nicht. Also welche Gründe fallen uns vielleicht gar nicht auf oder fallen den Communities gar nicht auf, warum Leute nicht mitmachen. Habe ich mit Monique auch viel drüber geredet. Zum Beispiel auch die Sache, dass natürlich Leute mitgemacht haben, sich angeguckt haben, wie Netze funktionieren oder irgendwie Anschluss an die Community gefunden haben und dann aber auch sich eher darum gekümmert haben, Praktikum zu machen oder geguckt haben, dass sie irgendwie in Unternehmen kommen oder da auch einen Weg gefunden haben. Ich habe keine einfache Antwort. Was ich mir vorstellen könnte, wäre vielleicht eine Visualisierung nochmal. Ich bin ja selber so ein bisschen im Limbo. Also Monique hat das auch mal gesagt, ich bin ja weder drinnen noch draußen so. Und ich habe das gestern auch im Gespräch mit anderen Akademikern in der Hackademia-Session gemerkt. Da war auch die Frage so, können wir überhaupt dem CCC beitreten? Werden wir da noch ernst genommen sozusagen, wenn wir darüber Wissenschaft machen und so? Für mich war das damals nicht so ein riesiges Problem, weil Freifunk in Bremen keine Mitgliedschaft hat. Ne, da war ja die Frage, mache ich da mit, wie verstehe ich mich da selber? Aber ich bin damals in einem Wiki irgendwie, ich weiß nicht, ob es eine Visualisierung war oder einfach nur eine Erklärung, es war Freifunk wie so eine Zwiebel, ne, dass es so einen harten Kern gibt und dann geht es immer so ein bisschen breiter, so nach außen hin, auch so von der harten Arbeit am Gerät hin zu weichen Sachen wie PR und so. Und da ist natürlich eine Idee, ob man das nochmal überdenkt mit anderen Visualisierungen, mit denen man auch arbeiten kann, mit Leuten erklären kann, so hier diese Partizipationsformen streben wir an oder die wollen wir versuchen zu ermöglichen, aber wir sehen auch, da sind welche, die schließen sich aus. Ne? Und da kann natürlich sein, irgendwie nur hier Klient sein, das schließt sich aus, aber es ist natürlich Teil der Öffentlichkeit. Ne? Es findet ja statt. Vielleicht das so. Ja. Erstmal danke, cooler Vortrag. Ich habe selbst über Partizipation geschrieben, deswegen gefällt es mir echt gut. Was ich mich ein bisschen frage, ist, was ihr jetzt konkret für eure Organisation, also für Freifunk, da rausgezogen habt. Also habt ihr da konkrete Maßnahmen oder so, wo ihr jetzt sagt, okay, aus der Forschung nehmen wir jetzt für uns das und das mit?
Die Frage muss ich direkt in den Workshop mitnehmen, weil ich bin ja quasi derjenige, der auch irgendwie das Material mitgebracht hat oder das Material erhoben hat. Und ich bin total froh, dass ich unter anderem auch eine Einladung gekriegt habe, hier zu partizipieren. Partizipation, das macht auch Christopher Kelty oder die Leute aus dem Projekt deutlich, hat viel mehr was mit... andersrum, Hacking hat vielleicht irgendwas mit Skill zu tun oder irgendwie mit der Lust am Gerät, Lust am Basteln, auch was mit Politik. Die sagen aber, Partizipation hat vor allen Dingen was mit Zugehörigkeit zu tun. Man kann irgendwo dazugehören und nicht partizipieren, man kann aber nie partizipieren und nicht dazugehören. Und natürlich gab es auch damals irgendwie, habe ich das gesehen, in den Gruppen Hierarchien oder es gibt irgendwie Ausschlussformen. Und es gibt auch Leute, die sollen nicht partizipieren. Und da finde ich das Vokabular eigentlich hilfreich, um das deutlich zu machen und zu gucken, es gibt halt diese verschiedenen Formen und wie das aber ankommt, weiß ich nicht. Ich finde es jetzt gut, dass ich den Talk mal auf Deutsch mache, weil ich habe den schon ja kleiner Uni gehalten, in Bremen, in Frankfurt. Ich habe den auch auf Lesbos gehalten, von einem akademischen Publikum, aber halt, also es war auch spannend, waren auch Leute, die Mesh-Netzwerke machen dabei, aber die stellen sich auch ähnliche Fragen eigentlich. Deswegen, also Antworten habe ich nicht, aber ich versuche so das Vokabular vielleicht ein bisschen mitzubringen, weil am Ende sind das einfach Forschungen, die mich auch begeistern, wo ich denke, das sollten irgendwie mehr Leute lesen oder mitkriegen. Das merkt man. Entschuldigung? Das merkt man. Habe ich nicht gehört. Deine Begeisterung? Ja, okay, das freut mich. Ja. Ja. Ein, zwei Fragen haben wir noch, wenn was... Ja, sonst... Ja. Genau, gibt es vielleicht Sachen, die irgendwie im Workshop besprochen werden sollen? Oder ich weiß ja nicht genau, wie der aufgebaut ist. Also du hattest ja diese Map gezeigt von Freifunk hilft. Ja. Ich bin ziemlich sicher, dass das nicht alle Flüchtlingsunterkünfte sind, die wir versorgen, oder? Ja, ich guck mal gerade kurz. Also habt ihr die Daten selbst hinzugefügt? Oder also es ist an mir total vorbeigegangen, sonst hätte ich unsere da auch eingetragen. Aber wir alleine betreiben schon 8. In der Region, wo bei uns 8 steht. Ja. Also das ist immer ein Problem in so einer dezentralen Community, dass alle alles mitbekommen. Hatten wir auch hier jetzt gerade wieder, wo eigentlich die Info, wie das hier alles läuft oder so zum Kongress. Also das kommt aus der Freifunk-API. Wir haben ja diese dezentrale quasi API, wo die Communities selber Informationen über sich hosten, die wir dann einsammeln und aggregieren. Genau, und da kann man sozusagen, gibt es neue Felder oder wurden zu dem Projekt neue Felder hinzugefügt, wo man eben eintragen kann, ganz Banane, sozusagen, wie viele soziale Projekte unterstützt ihr und dann noch einen Link zu der Seite. Wenn man da draufklickt, kriegt man noch so Details, wo man dann Informationen der Community über ihre sozialen Projekte oder Unterstützung von, es müssen ja nicht nur Flüchtlingsunterkünfte sein, es könnten ja auch andere Dinge sein, Obdachlosenheime, überall, wo Menschen wohnen, die vielleicht in prekären Situationen sind. Genau. Eine Sache, wo ich eure Partizipation gebrauchen kann, oder ja, Monique und ich vielleicht, also dieser Artikel, den wir zusammen geschrieben haben, das ist noch ein ziemlich ungelegtes Ei, also weil der ist gerade im Review und es kann auch sein, dass der abgelehnt wird oder so, aber dann machen wir irgendwie was anderes damit. Und wir haben uns ja quasi diese drei Akteure irgendwie angeguckt, also Internetprovider haben wir uns angeguckt in den Unterkünften, Mobilfunkanbieter vor allen Dingen so um zum Beispiel um das Lageso in Berlin herum, also wie kommt man eigentlich ins Netz, wenn es kein WLAN gibt, aber trotzdem irgendwie lange an einem Ort da irgendwie ausharren muss und aufs Internet angewiesen ist. Genau, und bei den NGOs haben wir uns vor allen Dingen Refugees Emancipation angeguckt. Meine Frage, müsst ihr jetzt nicht direkt kommentieren, aber wenn euch mal was einfällt, was noch Akteure in der Asylindustrie sein können oder was noch Felder sind, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, die sich lohnen, sich anzugucken. Das ist ja auch nur quasi unsere Struktur, die wir diesem Artikel gegeben haben. Ja. Hallo? Hallo? Ah. Für den Workshop nachher dachte ich zum Beispiel, wir könnten uns diese Design Principles zum Beispiel mal vornehmen und anhand derer mal besprechen oder diskutieren, was uns dazu einfällt, um so ein bisschen vielleicht auch zu schauen, wie ist denn unser Status quo? Zum Beispiel gab es negative Impacts, die wir gemacht haben irgendwie oder auch das Thema
Ja, was mich auch interessiert ist, wo stehen wir überhaupt gerade mit diesem Freifunk-Projekt, mit diesen Freifunk-Hilf-Projekten? Kürzlich in Oldenburg habe ich gelernt, dass da im Prinzip die ganze Infrastruktur oder die ganzen Notunterkünfte schon längst wieder abgebaut sind, die ganze Hardware zurückkam. Okay, und die Frage ist so, what's next? Wie gehen wir, das wäre für mich ein anderer Teil vom Workshop, können wir auch drüber uns unterhalten, worauf ihr Lust habt irgendwie, ja, zu sagen, okay, was könnten noch neue Ziele vielleicht sein? So. Ja. Ja, dann freue ich mich auf nachher. Danke nochmal.